Vorsicht bitte immer noch auf der anderen Richtung. Ne? Oh, chào buổi sáng. Hôm nay là ngày 6 tháng 5 2020. Ngày trôi qua, công việc cứ thế làm thôi. Tháng nào tiền tiêu hết tháng đấy, tăng tiền. Nhiệt độ bên ngoài hôm nay ấy, hơi lạnh, 1 độ, quá lạnh, mùa hè. Trong mấy cái cây nó xoăn hết lại, cái sinh dòng nó không chịu được, cái quỳnh, hôm nay xấu quá, không có hòa hết được, trước nó còn làm đẹp, bây giờ nó không kiểu. Thành phố khác thì trồng mãi, đây nó tiết kiệm, nó không chăm trồng. Thế thì đánh nặng. Người ta cũng gọi là tuyệt quệ. Báo thời tiết thì họ nói ngày hôm nay là sẽ đến 15 đến 17 độ và trời nắng rất nhiều, nắng chói chang. 15 đến 17 độ, quá ít. Thank you.
phải bao giờ có cái máy chủ. Đó là về chủ nhật tôi đi, tôi sẽ quay cho các bạn xem. Thank you.
giữa tài. Vorabschlussklassen, also diejenigen, deren Abschluss im nächsten Jahr ansteht, auf die
Kitas soll schrittweise hochgefahren werden. Und auch in den Schulen möchte Ministerpräsident Söder, dass bis Pfingsten die Hälfte der Kinder wieder hingehen darf. Für alle Eltern, die ihre Kinder bis dahin weiter zu Hause beschäftigen müssen, gibt es schon jetzt Erleichterungen. Ab heute sind alle Spielplätze wieder offen. Außerdem dürft ihr euch, um euch zu entlasten, mit den Kindern wieder mehr Kontakt zu ihren Freunden zu ermöglichen. Jetzt wieder mit bis zu zwei weiteren Familien in einer privaten Kinderbetreuung organisieren, könnt ihr euch also mit Freunden oder Nachbarn teilen. Alle weiteren Eckpunkte und Termine des Bayern-Fahrplans von Ministerpräsident Söder findet ihr natürlich zum Nachlesen auf charivari.de. 95,5 charivari. Wir sind München. Und jetzt täglich neu zum Feierabend bei Spotify, iTunes, Alexa und charivari.de. Die Nachrichtenzusammenfassung des Tages als Podcast. Jetzt abonnieren. 95,5 Charivari, Münchens bester Verkehrsservice. Staus, Zeitverlust, Blitzer für München, Stadt und Land. Präsentiert vom Gesundheitsfachhaus von Schlieben. Alle Krankenkassen und Reha. Schnell anziehen, wir benutzen genau einen Charivari-Zeitrechner. Guten Morgen, über Autofahrer noch nicht los auf den Straßen, aber eine Meldung für die S-Bahn-Fahrer, und zwar die S2R, der ist eine Meldung wegen einer Weichenstörung. Die Stammstrecke wird leider nicht angefahren, aber ja, die S-Bahn hält nicht am Leuchtenberg, ist eben bekannt geworden, und im Berg am Main wisst ihr Bescheid. Münchens Meisterblitzer. Mit Zweirad Stadler, Deutschlands größte Radauswahl, jetzt wieder geöffnet am Leuchtenbergring neben Einstein. Meilenberg wird geblitzt und Zeitreisen auf dem Isarring Richtung Schwabing, kurz vor der Bushaltestelle Amsterdamer Straße. Falls ihr noch einen Blitzer entdeckt, dann schickt ihn gerne rein unter 089 für München 57 95 5, und ich sage es weiter. Dankeschön. Münchens bester Wetterbericht für München, Stadt und Land. Ja, noch ziemlich zapfig ist es. 4 Grad messen wir nur, aber das ist die offizielle München-Temperatur. Topwert heute bis zu 15 Grad und ganz viel Sonnenschein endlich in München. Die Aussicht in den Tagen sieht gut aus. Ich weiß nicht, sogar bis Grad. Das ist eure Herold-Show hier auf 95.5 Charivari München, Fit Radio, 6.34 Uhr. Ihr wollt diese Woche im Urlaub kommt ab Montag zurück. Für euch im Studio ist Limonia, und für euch im Studio und zu Gast ist unser Nachrichtenchef Heiko Seringer, und der hat alle wichtigen Infos, was uns trifft, hier im Urlaub. Also, freut euch auf. Jetzt willkommen bei Girls Like You. Guten Morgen. Vâng, chào, ha.